Walter noch. Müsste ich hier nicht eigentlich... Mayenbrücke. Bergwerk. Nee, da will ich nicht hin. Bergwerk. Der Magnet ist zerstört. Oder? Klippe. Ja. Ist das auf der Insel wirklich der einzige Magilit, den wir haben? Ich hätte da noch irgendwo einen anderen verwendet gehabt. Oh, ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ha. So, ein Käse. Wir waren zuerst hier in dieser Gegenwart, sag ich mal. Sind wir von da ganz im Süden in der Vergangenheit durchgewandert und da war er kaputt. Aber ganz in den Süden komme ich sowieso nicht mehr hin. Dann muss ich. Dann waren wir in Genua. Sind nach oben. Bei der Klippe. Sind wir dann in die Zukunft? Und in der Zukunft sind wir dann hier bei, bei der Pirateninsel gewesen. Also gut, die Schmiede ist nur... Aber wir können jetzt auch mal keine. Ja. Die Schmiede ist... Ja. Wie können wir hier um rundum... Ah, du Scheiße. Daran erinnere ich mich ja gar nicht. Sind wir überhaupt damit rumdüst hier? Da kann man nicht hin. Hä? Der Insel kann ich. Nee, kann ich nicht landen. Kriege ich vielleicht noch ein Upgrade? Ist ja cool. Ah Mann, da oben gab es noch Wasser. Na egal. Ich will sowieso gerade nur Mana ausgeben. Und. Ach, ich nehme schon eine Stunde auf. Merke ich gar nicht. Ich habe die ganze Zeit nur das gleiche gemacht. So. Ich will da zu Dingens hier, die Frau, die auf uns steht, hier. Bibi, genau. Bibi die Babiribu. Hi, es geht ab. Ach, was für ein netter junger Mann ihr doch seid. Was kann ich für euch tun, Zuckerschnäuzchen? Einen Trank kaufen? Ich hoffe, ihr habt mir etwas vom guten Zeug gebracht, mein süßes Gummibärchen. Schütze, ihr wisst doch, dass... ihr jeweils nur einen einzigen Trank von einer Sorte mitführen könnt, mein gefallener Engel. Was kann ich für euch tun, Zuckerschnitz? Bla bla bla, Gummibärchen. Mal grüne Pampe. Rote Pampe könnte ich noch geben. Oma Bibi wird euch einen richtig schönen Trank brauen. Roten Trank, stellt eure gesamte LP wieder her. Geil. Denkt an mich, wenn eure hübschen Lippen die Flasche berühren. Was kann ich für euch tun, Zuckerschnäuzchen? Einen Verbündeten wecken. Wisst ihr, worum ihr mich da bittet, mein kleines Pfirsichtörtchen? Erstens kann ich mit der Erweckung erst fortfahren, wenn ihr mir genügend Mana bringt. Mana ist die Lebensenergie, extrem seltenes Zeug. Und selbst dann stirbt die aufgeweckte Person, wenn sie die Erweckung nicht akzeptiert. Ich hab genug Mana, Mäuschen. Oh, entzückend. Ihr habt etwas Mana ausgegraben. Wer kriegt denn die Erweckung? Fina natürlich. Was muss ich machen für Stufe 3? Ich hab Minas gerade gar nicht gesehen. Aufwerten von Kräften. Finas Kraft hat Stufe 2 erreicht. Konzentriert euch länger für einen noch mächtigeren Angriff. Geil.
Was kann ich für euch tun, Zuckerschnäuzchen? Ein Verbündeten wecken. Ja, das war ja schon. Da ist noch Mama. Ja. Recon-Rüstung. Oh, entzückend. Ihr habt etwas Mana ausgegraben und kriegt Wölweg natürlich. So. Für noch mächtigen Angriff, also quasi Eisrei jetzt. Sogar Schnäuzchen nichts. Bis bald, mein Gummientlein. Ja, ja, tschüss, tschüss. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Oh! 90 Grad, geil. Das wird richtig krass, du. Richtig. Und? Wie sieht's bei ihr aus? Wow, wie spektakulär das doch war. Nun gut. Nun gut. Gab's hier noch irgendwo... Flugapparat. Jener, der wieder Wind zu fliegen suchte, unbekannter Erfinder. Wer bist du? Ich kenne euch, lange nicht gesehen. Was macht ihr hier? In diesem Ort Sturmteil, aber der Sturmwächter war schon seit einer Ewigkeit nicht mehr hier. Es gab jemanden, der versucht hat, den Sturm wieder zu entfachen, aber er ist dabei gestorben. Egal wie ihr wisst, tut das nichts zur Sache. Am Gipfel des Alpha findet ihr einen Tempel, der mit dem großen Zerstörer gewidmet ist. Außerdem gibt es in der Ecke so ein altes, verrostetes Dings da. Sieht aus wie eine Art Maschine mit Flügeln. Komisch, oder? Ich frag mich, wofür es gut war. Komm ich rein? Nehmt euch in Acht, den Alpha zu besteigen ist ausgesprochen gefährlich. Schließlich wollen wir keine schwachen Anfänger haben. Nur die Besten verdienen sich einen Platz in der Welt nach der Vernichtung. Naja gut, dann komme ich da jetzt nicht rein. Verdammt, in welcher Zeit war nochmal das Kind? Oh. Naja, gut, ich... Ja. Das geht so. Hallo! Ich habe in der Mitte der Insel angelegt. Aber gut, dann ist es halt jetzt so. Auf in die Vergangenheit, würde ich mal sagen. Dadurch, dass sie jetzt noch stärker sind, kann ich noch mehr ange... Aber wenn ich zwei Runden aussetzen muss. Aber das ist egal. Dann dauert es halt zwei Runden. Statt einer. Wenn ich dafür mehr Schaden machen kann, kann ich... die Brücke besser verteidigen, eigentlich. Weil ich habe vor, das so im 300-Stil zu machen, die alle einzeln rankommen zu lassen. Mit meinen drei Helden, also Menos, Velvet und Fina, möchte ich das so machen, dass die... Ja. Menos, Velvet und Fina möchte ich das so handhaben, dass die... aus der Entfernung so ein bisschen Schaden machen. Und meinen Bogenschütze. Und mit dem Rest werde ich quasi die Nahkämpfer, die sich trauen, oft auf die Brücke zu kommen, angreifen. So. Nee, ich habe nichts mehr. Alles klar, dann kämpfen wir. Kuro, wollt ihr wirklich einen Frontalangriff starten? Ich weiß nicht, ob ihr tapfer oder töricht seid. Ihr entscheidet. Warte mal. Ich
ich probier mal was. Ich probier mal was. Und zwar... Mann, ich glaube, im schlimmsten Fall kann ich das ja noch irgendwie... Oh. Leutnant, die kaiserlichen Truppen halten uns auf. Wir müssen reagieren. Worauf reagieren? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Ich habe ein paar Dämonen gefunden, die dumm genug sind zu glauben, ich würde sie vor dem Kaiserreich schützen. Wir können sie einfach als Schilde benutzen. Also als Schilde benutzen? Ja, als Schilde. Das heißt, wir werden sie vor unserer Truppen positionieren, damit sie an unserer Stelle die volle Wucht einstecken. Aha, aber natürlich. Hahaha, vor uns. Wie Schilde. Wir würden sie aber nicht tragen, stimmt's? Stelle ich mir jedenfalls vor. Mir völlig egal, was ihr euch vorgestellt habt. Jedenfalls werdet ihr einen Weg finden, die Angelegenheit den Dämonen zu erklären. Zu Befehl, mein Herr. Freunde, Dämonen, Mitbürger, eure Chance auf Glanz und Gloria ist gekommen. Verteidigt euer Land gegen die Invasoren. Wenn wir diese Armee dezimieren, helft ihr uns dann, das Kaiserreich anzugreifen? Aber natürlich, der große Magus ist allmächtig. Mit ihm an eurer Seite werdet ihr es dem Kaiserreich definitiv heimzahlen. Wenn er wirklich so mächtig ist, warum kämpft er dann nicht gemeinsam mit uns? Stimmt, warum nicht? Findet ihr das nicht auch ungerecht? Oh ja, nein, absolut. Er scheint es ehrlich zu meinen. Oder ist er nur ein Idiot? Also, nächstes Mal werde ich ihn bitten, zu bleiben, okay? Ich weiß nicht, ob ich ihn über den Weg traue. Aber haben wir denn eine andere Wahl? Wenn unser König doch bloß überlebt hätte. Sie positionieren die Dämonen an vorderster Linie. Wie konnten sie Dämonen davon überzeugen, an ihrer Seite zu kämpfen? Das stinkt nach einem Verrat des Magus. Er würde alles tun, um sein Ziel zu erreichen. Ich will nicht gegen meine Brüder kämpfen. Vielleicht kann ich sie davon abbringen. Also letztes Mal hat das nicht so toll geklappt. Es muss eine Lösung geben. Ja, man kann es ja versuchen. Nee, ich... Ah, scheiße. So gut, hier sind noch Dämonen. Ich will mal gucken, wie es hier aussieht. Hinterhalt. Leutnant, wir haben die Brücke am Kawaii verloren, haben wir nicht. Wir müssen sie wieder einnehmen, um unsere Nachschublinien aufrechtzuerhalten. Deshalb vertraue ich euch dieses Elite-Bataillon an. Marschiert jetzt los und haltet nicht an. Nicht anhalten. Vorwärts, Marsch! Ach, mein Bauch tut weh. Aua, mein armer Magen. Ich kann das nicht mehr länger halten. Kotzt der gleich? Männer, bewegt euch nicht. Ich muss mal. Ich habe eine wichtige Mission, ja. Ernsthaft? Jetzt? Der Feind ist in diesem schmalen Pass. Wir können das Terrain zu unserem Vorteil nutzen. Wir könnten das Bataillon von einer der drei Fronten aus angreifen. 1, 2, 3. Kuro wählt die Front, die uns zum Sieg führen wird. Ja, natürlich werde ich das. Aber nicht direkt hier. Ich werde zuerst die Rekruten angreifen. Nein, dann wäre ich umzingelt. Zuerst die Rekruten. Angriff! Bam! Angriff!